Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich zu meinem ersten. Und dann fangen wir mal an. Ich will mal einen Jungen. Einen Jungen. Und das lasse ich so. Lautfarbe. Passt. Deutschland. Pixel Worlds ist ein MMO-Sandbox-Game. Ich weiß, ob ihr wisst, was es ist. Und ist kostenlos, kann man es bei Play Store, App Store oder Steam installieren, downloaden, herunterladen, was auch immer. Und ja, das ist ein kurzes Tutorial hier am Anfang, für die Leute, die einen neuen Account erstellen. Und dann machen wir mal das Tutorial zusammen. Okay, gehen wir mal raus. Jetzt gehen wir zur Pixel Station. Eine Station in Pixel Watch. Und ja, hier kann man alles... Oh, ein Herz. In diesem Account... Ja, warte, ich hole mal noch die Daily Quests. In diesem Account... Genoop-Account werden wir in den ein oder anderen Tagen so zu einem Account ungefähr. Denke ich mal. Hoffe ich. Und ist er weg. Achso, der ist nur da. Oder vielleicht einen anderen. Nein, nicht du. Der. Ja. Wir haben viele Quests. Naja, nicht so viele. Oder schon viele. Und in diesem Einführungsvideo können wir doch die alle mal zusammen machen, ne? Oder? Wäre es zu viel? Ich weiß nicht. Egal, machen wir mal. Wir haben schon die Quest geschafft. Ja, und... Das war's. Oder nein, was ist das war's? Wir haben den Daily Bonus vergessen. Jetzt können wir doch schön spinnen. 50 Diamanten. Ja, und das sind Diamanten. Und das da drunter sind Bitcoins. Mit Bitcoins meine ich natürlich nicht die in real life, sondern hier sind die fast nichts wert. Also nicht so 30.000 bis 40.000 Euro. Und ja, ich schenke uns meine Welt. Hello. Nein, JT Cello 121. Das ist doch mal ein schöner Name. Und wenn wir jetzt einen Worldlock, einen Navy Worldlock platzieren, hier hin oder irgendwo anders hin, dann kann niemand unsere Welt zerstören. Außer wir. Weil wir haben eine Krone hier. Hab's gemeint. Ja, machen wir mal die Quests. Nicht viel. Jetzt gehen wir mal zum Shop. Wir müssen nämlich einen Basic Seed Pack kaufen, wo 5 Basic Seeds sind. Basic. Und man kann diese Seeds, was ist so richtig unlogisch, aber auch ein bisschen lustig finde, man kann diese Seeds nämlich mischen und dann kommt da ein Rezept raus. Zum Beispiel, wenn man Soilblock mit Cavewall mischt, was zeige ich euch mal jetzt, kommt Gras raus. Gras. Ja, das macht noch ein bisschen mehr Sinn, aber man kann sogar einen Fernseher machen, einen Fernseher aus Bäumen. Ja, wie sollen wir schreiben? Schreiben wir mal ganz schnell Hi. Dann die Quest auch.
so ein zwei Welten besuchen. Egal, das versteht doch schon. Zwei Welten besuchen, ja. Na, den Account mache ich noch auf Cam, Name und so. Zack. Haben wir den schon geschafft. Und wir haben 5 Red Scrolls bekommen. Und mit den Red Scrolls kann man zum Netherworld, was ihr bestimmt kennt von Minecraft oder irgendwas anderes. Halt, Netherworld gibt es fast in jedem Spiel. Nicht in jedem Spiel, sondern in vielen. Ja, also vielen, würde ich sagen. Und jetzt ist die Quest, gehe zu Netherworld. Und Netherworld dauert lange und darum denke ich, wir machen das im nächsten Part. Und das war's für diesen Part und ciao.